Kowalski? Ich muss Sie das fragen. Ist das Ihr Sohn Heinrich? Sind Sie die Schwester des Toten? Sabine Kowalski? Können Sie Ihren Bruder identifizieren? Dr. Schubert Hochberg? Hallo. Oh Gott. Oh Gott. So, der Nächste. Am Donnerstag. Christina. Christina, der Nächste. Sabine, ich komme nach der Arbeit sofort zu dir, ja? Okay? Tschüss. Ist was nicht in Ordnung? Christina, was ist denn? Was passiert? Entschuldigung. Mein Freund ist tot. Der Heinrich ist tot aufgefunden worden. Heinrich. Der Heinrich Kowalski. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, lass mal. Ich brauche jetzt einen. Ich habe da keine Worte für, du. Weiß man denn schon mehr? Ein Unfall. Auf der Mischhalde, sagen sie. Irgendwie ausgerutscht und auf den Kopf. Da treiben sie dich auf die Zeche zum Stempel gehen und schon bist du weg vom Fenster. Das ist doch eine verfluchte Scheiße. Fertig machen tun sie uns. Das ist es. Du wirst ja nicht mehr gebraucht. Die tun ihren Deckel auf den Pfiff und aus ist es. Schluss für uns alle. So kommt das noch mal kurz oder lang. Das sage ich euch. Willst du dir gleich einen Strick nehmen oder was? Ich habe genauso Familie wie du. Und dann hat neue Häuschen. Nee, nee. So einfach ist das nicht. Von wegen Deckel auf den Pütt und ab damit. Da haben wir alle noch ein Wörtchen mitzureden. Glaubst du das? Ich meine, was soll der Heinrich da auf der Mischhalde verloren haben? Beim Schaufelbagger. Da fahren die Herren doch nicht groß nach. Der hätte doch nichts zu suchen. Was heißt denn da mitreden? Mit Feierschichten fängt das ganz klammheimlich an. Und dann ist plötzlich endgültig Sense. Unser Eins, der wird doch immer beschissen. Ich bin damals noch in den 60ern, weißt du? Da bin ich noch mit auf den großen Marsch nach Bonn. Was, Max? Und was hat es gebracht? Du kennst das doch. Die bringen die Kohle jetzt von Südafrika rein. Ist auch billiger. Ja, und wir sind die Doofen. Blutkohle ist das. Die bringt uns den Tod. Hängen sollte man die da oben alle. Das kannst du laut sagen. Mit der Hacke, dem mal richtig einen voll Latzballern. Damit die Herren Politiker da oben mal merken, dass wir uns von denen nicht verarschen lassen.
Wenn wir dir irgendwie helfen können, dann sag Bescheid, ja? Das stimmt was nicht. Da war kein Unfall. Das glaube ich einfach nicht. Mann, der Heinrich, der war sportmäßig sowas von in Form. Wenn der mal hingefallen ist. Nee. Und dann bei uns auf dem Gelände. Da hätten die noch freiwillig keine 10 Pferde hingekriegt. Noch auf. Komm, Vater, du hast genug. Was hab ich denn? Nee, komm. Natürlich mal da raus. Bitte, Vater, hör jetzt auf. Mensch, mach dich doch nicht auch noch kaputt. Kaputt, sagst du? Das ist gut. Sabine. Vater, bitte. Sabine, was hab ich euch immer gepredigt? Was hab ich dir und dem Heinrich immer gesagt? Auf Zeche, hab ich gesagt. Vor Ort, da gehst du kaputt. Wer ist nur weg? Ich nicht. Ich bin nicht kaputt. Der Heinrich, ich nicht. Du bist betrunken. Komm ehrlich jetzt, du musst ins Bett. Ich fahr ein, ich mal loche wie ein Affe. Ja, das tue ich. Und was ist? Der Heinrich hat mich immer ausgelacht, hat gesagt, Vater, was du da machst, da unten vor Ort im Strieb, hat doch keine Zukunft. Hat's nicht, nee. Aber Heinrich ist weg. Hin ist er. Keine Zukunft. Ist nie vor Kohle gewesen, war verschüttet, aus. Was sagst du dazu? Komm, trink einen Schluck. Vater, nee. Komm jetzt. Warum? Warum ist das so? Vater, bitte. Warum er? Warum nicht ich? Ist gut jetzt. Komm. Komm, du musst jetzt schlafen. Was allein ich jetzt wieder in meiner Apotheke zu hören bekomme. Es ist schier unerträglich. Ich garantiere dir, das wird demnächst bald wieder der Tenor sämtlicher Medien sein. Das soziale Elend, die Not unserer Bergleute und ihrer Familien. Was ich nebenbei gesagt gar nicht bestreite. Das Essen war jedenfalls wieder mal sensationell. Hervorragend. Ich danke dir, Kuhn. Übertreib nicht, ne? Nur, Schubi, dabei fällt alles andere unter den Tisch. Kein Mensch fragt mehr, wem diese Misere eigentlich zu verdanken ist. Wo die Ursachen liegen. Das ist mit Verlaub gesagt zum Kotzen. Noch ein Kaffee? Das wäre wunderbar. Unsere Politiker haben versagt, auf der ganzen Linie. Seit Jahrzehnten nichts als Augenwischerei betrieben. Sich um klare Entscheidungen gedrückt. Sieh dir doch mal Japan an. Die japanische Lösung. Die Japaner haben von einem Tag auf den anderen ihre gesamte Kohleförderung gestoppt. Aus. Fini. Es geht also ohne, dass die Volkswirtschaft gleich den Bach runtergeht. Im Gegenteil, aber hierzulande. Japan hat doch ein sehr rigoroses Arbeitsrecht. Karl-Heinz plant eine Urlaubsreise nach Japan. Ach, eine Informationsreise, genauer gesagt. Für mich bitte keinen Kaffee, danke. Hier geht unser Lebensraum dem Bach runter. Hier führt man seit einer Ewigkeit diesen unsäglichen Eiertanz auf zwischen Ökologiebewusstsein einerseits und den ökonomischen Notwendigkeiten andererseits, als ob das ein Gegensatz sein müsste. Warum hat man nicht rechtzeitig auf alternative Energien gesetzt? Solarenergie, Windenergie, Treibstoff aus biologischem Anbau. Hanf? Ach, Raps. Also, ich verziehe mich jetzt mal, ja? Gute Nacht. Wann fahrt ihr eigentlich? Ich meine, wann geht's denn los? Frühestens im Herbst. Hoffentlich hat unser Jochen bis dahin eine Wohnung gefunden. Jochen sucht immer noch.
kann mich ja mal umhören. Soll ich mich mal umhören? Wobei? Das wäre nett. Der Junge ist schon ganz verzweifelt. Ach so, Jochen. Was der so suchen, ne? Ich will dir mal was zeigen, Schubi. Wann reiten wir denn wieder mal aus? Freitag. Dann etwas länger aus, wird hoffentlich. Was ist mit Freitagabend, Karl-Heinz? Bleibt es bei deinem Termin in der Stadt? Bitte? Ja, ja, natürlich, aber es wird später. Hier, ein Journalist aus Süddeutschland. Schreibt für verschiedene größere Zeitungen. Sieh dir das mal an, Schubi. Das sind allein die Katastrophenmeldungen einer Woche. Ein geplatztes Kanalrohr, Überschwemmung, beschädigte Hausfassaden. Alles verursacht durch unseren Bergbau und seine Nordwanderung. Allein schon diese Formulierung, Wanderung. Das wissen wir doch alle. Schubi langweilt sich doch bestimmt. Ach, du willst sagen, du langweilst mich. Das kann ich mir vorstellen. Schubi. Karl-Heinz, vielleicht sollten wir einfach mal das Thema wechseln, über etwas erfreulichere Dinge sprechen. Zum Beispiel, was habt ihr euch denn so in Japan vorgenommen? Die Tür im Wintergarten ist übrigens immer noch nicht in Ordnung. Ja, ja, ich weiß. Übrigens auch ein typisches Zeichen für Bodensenkung. Und das langweilig. Wenn demnächst hier wieder alles schief steht. Mein Gott, eine Tür ist kaputt. Das wird sich doch wohl noch reparieren lassen. Wer muss sich darum kümmern, neben allem anderen? Nicht zu fassen. Sohn vom Berge. Vom Apotheker. Mit dem hat jetzt Sabine neuerdings was. Ich war wirklich die ganzen Tage auf Wohnungssuche. Ich konnte nicht früher. Ich sag ja nichts. Ich wollte dich erst anrufen, wenn was geklappt hat. Als Überraschung sozusagen. Für die Bullen hat sich das irgendwie erledigt. Die haben keine Anhaltspunkte für Fremdeinwirkung. Ach, Sabine, wir schaffen das schon. Wenn Heinrich aus einer feineren Ecke wäre, würde sich die Kripo mehr Mühe geben. Mal, wollen wir nicht ein paar Tage raus hier? Wir könnten nach Holland, an die See. Das geht nicht, Jochen. Ich weiß, dass du mich magst, aber ich kann Vater jetzt wirklich nicht allein lassen. Du, ich mache mir wirklich große Vorwürfe, aber ich war ständig unterwegs. Selbst wenn ich gewollt hätte. Schon gut. Christina war ja da. Es muss anders werden. Alles. Ich brauche eine eigene Wohnung. Dann können wir immer zusammen sein. Wenn ich könnte, wäre ich von heute auf morgen hier weg. Das kannst du mir glauben. Heinrich wollte auch immer woanders hin.
der hingekommen? Das trifft sich gut, die Sachen sollen noch zur Post. Du kannst gleich mal mit anfassen. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Wieso? Herrgott, einmal seit Monaten wollen wir ins Konzert und du bist immer noch nicht fertig. Ach, dieses blöde Konzert. Das schaffen wir aber noch. Wir packen die Sachen erstmal ins Auto und bringen sie nachher zur Post. Du aber nicht in diesem Aufzug, nicht mit mir. Wird aber bitte nicht pingelig. Damit kannst du durch deine bedrohten Wälder spazieren. Oder nach Japan reisen und diesen ganzen Krimskram gleich mitnehmen auf deine Informationsreise. Du, wenn Shuvi an diesem Abend nicht da gewesen wäre, ja, dann hätte ich dir gleich gesagt, dass du mit diesen ganzen Fantastereien alleine losfliegen kannst. Was bedeutet dir eigentlich noch? Ich glaube nicht, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um... Nein, natürlich nicht. Das ist es nie. Du kannst einen Termin mit mir machen. Und dann in der Zwischenzeit die Terrassentür reparieren lassen. Und über die Kosten einen aufwendigen Briefwechsel mit der Zechendirektion führen. Das ist ja alles wichtiger als ein ganz banaler Konzertbesuch. War denn unmittelbar nach der Währungsreform? Hat sich da irgendeiner für so einen scheiß Baum interessiert? Luftverschmutzung? Nee, Mann, da musste Kohle her. Konnte ja nicht genug sein. Für 15 Mark pro Schicht, da hab ich vor Kohle mal hoch. Für Staubblume, Erwin. Nur dafür. Nee, für ein eigenes Häuschen. Ein Dach über den Kopf. Das Badezimmer, das hab ich noch selber eingebaut. Du hattest richtig was auf der Hand. Und jetzt sagen sie, du bist nur noch Kostgänger. Hängst am Tropf. Am Subventionstropf. Und da gehen sie noch mit der Schere ran. Alles Schnee von gestern. Mit und ich war noch mal bei der Kripo. Das war mal, Erwin, auf Doppelkomm raus, Kohle kloppen. Das hat sich erledigt. Nix hat sich erledigt, Max. Unser Eins, der kriecht wie eh und je durch den Streb und wir halten dafür die Knochen hin. Du, 59 im September, das weißt du genauso gut wie ich. Da sind wir mit schwarzen Fahnen auf der Straße. Max, hast du gehört, was Bruno sagt? Wir waren noch mal bei der Polizei, machen da ordentlich Druck. Die können die Akte doch nicht einfach zuklappen. Oder Kamelen sind das. Für mich ist Ende. Ich kreis doch nicht so einen Scheiß von wegen Ende. Max, Ende ist doch erst, wenn du den Arsch zugekniffen hast. Das solltest du doch am besten wissen. 76 war das. Der große Strebbruch damals. Da waren 7 Mann verschütt. Ende haben alle gesagt. Nichts mehr zu retten. Aber der Max, der hat da nichts von hören wollen. Der ist wieder zurück. 7 Mal. Einen am anderen hat er rausgeholt. Da kam immer noch was runter. Da kanntest du nichts von Ende. Oder Kamellen. Nee, nee, Max. Du hast für deine Kollegen dein Leben riskiert, obwohl du kaum noch kriechen konntest mit deiner kaputten Schulter. Das war eine große Sache. Ein Tag Sonderurlaub, das war's. Nee, komm, red nicht. Wir haben ausgeschissen. Max, es gibt doch langfristige Verträge. Die kannst du dir sonst wohin schieben. Das juckt letztlich keinen von denen in Bonn.
Anpassungsgeldempfänger werden wir. Ein paar Mark schieben Sie darüber, gerade genug, um der Gebirne voll zu knallen. Nee, Max, du machst dir zu einfach. Bei uns hier drehen sich die Räder weiter. Das Essen ist fertig. Biene, ich hab keinen Hunger. Aber der Deckel ist schon wieder voll. Hey, komm, gib Frikadellen. Wir reden gerade über den Pütt. Klar, am Tresen seid ihr da ja ganz groß drin. Mensch, ich habe über eine Stunde in der Küche malucht. Komm jetzt bitte. Früh schon. Umso früher ist Feierabend. Vater wird sich bei Ihnen wohl heute einen Schein holen. Den gibt es nicht so besonders. Kein Problem, aber wie geht's Ihnen? Ich meine, haben Sie es einigermaßen verkraftet? Gut, wir sehen uns, ja? Ich kann mir nicht mehr vorstellen, was hier noch alles rauszuholen ist. Arbeit ohne Ende. Arbeit ohne Ende. Ende mit der Arbeit, wenn wir nicht richtig aus dem Quark kommen. Ich sag euch, wir müssen streiken, bevor die Kacke richtig am Dampfen ist. Auf jeden Fall. Obwohl sie uns zuerst mal nicht kennen werden, so wie ich das sehe. Noch nicht. Erst sind wieder mal die Eltern dran. Und dann unsere türkischen Kollegen. Hey, mein Vater war ja schon auf der Zeche. Und ich mit 15. Ach, mit uns brauchst du das nicht zu erzählen. Wir machen keinen Unterschied zwischen Yilmaz und dem Schmidt. Kopf hoch, Alter. Ich hab dir doch gesagt, wir halten zusammen. Und wenn's hart auf hart kommt? Arme, du bist ein Spitzenmalocher. Und hast auch sonst nie eine Blauschicht geschoben. Also komm, mach fertig. Na, Ahmed, was gibt's? Weißt du, ob's einen neuen Plan gibt für nächste Woche oder bleibt alles wie sonst? Darfst du mich nicht mal fragen? Aber du hörst doch, wenn sich was ändert, oder? Du meinst von wegen Entlassung? Ja. Die Kollegen meinen, wir sollten was tun. Na, das ist auf jeden Fall besser, als am Tresen zu stehen. Was ich dir ohnehin mal sagen wollte. Jeden Abend mit Vater einen schlucken zu gehen, finde ich überhaupt nicht komisch. Mensch, wir sind doch nur in die Kneipe, um Max zu sagen, dass wir noch mal bei der Polizei waren. Mhm. Wegen Heinrich. Ja, ja, einen Grund habt ihr echt immer. Ich möchte nicht wissen, wie viele Gläser ihr schon auf Heinrich gehoben habt. Mensch, das könnt ihr doch nun wirklich mal lassen. Jetzt hör doch mal zu. Sabine, Telefon. Das
Das nervt mich. Kowalski? Jochen? Mhm. Hans, siehst du eine Fresse? Du wolltest sie von Sabine. Sabine ist sauer. Ich will nicht, dass wir immer mit Max saufen. Immer ist er nur ein bisschen übertrieben. Na, verhagelt jetzt den Feierabend, oder was? Irgendwie ist sie anders als sonst. Das ist doch klar. Die Sache mit Heinrich, diese scheiß Ungewissheit über seinen Tod. Da ist nämlich noch nichts klar. Ich mach mir Sorgen, ob die Polizei wirklich noch was unternimmt. Wenn nicht, gibst du eine. Das verspreche ich dir in die Hand. Wenn man nur wüsste, was der Heinrich da an der Mischhalde gewollt hat. Bestimmt nicht nach der Tagesproduktion gucken. Sag mal, kennst du eigentlich Sabines Freund, diesen Jochen, genauer? Nee. Na? Na was? An was denkst du? An nichts. Mm-mm. Glaube ich dir nicht. Ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Ich hatte in letzter Zeit nur Stress mit Vater. Oh, Sabine. Du warst echt nicht mehr weiter. Kannst du nicht mal an was anderes denken? Nee, sag ich doch gerade. Was ich jetzt in Aussicht habe, klappt wahrscheinlich. Zwei Zimmer, mit dem Auto 10 Minuten zur Uni. Allerdings 700 kalt. Aber dann könnten wir jederzeit zusammen sein. Das sagst du so einfach. Nein, ehrlich, ich mein's ernst. So geht's jedenfalls nicht weiter. Und wie stellst du dir das vor? Naja. Wir könnten heiraten. Du spinnst. Nein, ich meine, ich liebe dich. Ich will, dass wir... Mensch, über kurz oder lang musst du dir doch eh was überlegen. Allein schon wegen der Arbeit. Hm? Gut, du kannst gleich mitkommen zum Fotokopieren. Das neue Info muss heute noch raus. Ich denke, du bist noch im Geschäft. Ich bin noch mit einer Kommilitonin hier. Was? Das gefällt mir gar nicht, Jochen. Dann wird aber nicht gleich komisch. Ich bin doch kein Kind mehr. Du hast mich nicht richtig verstanden. Es gefällt mir nicht, unangemeldeten Besuch im Hause zu haben. Das ist doch Schwachsinn. Jochen. Ich habe dafür meine guten Gründe. Ich bringe doch nicht zum ersten Mal jemanden mit, oder? Du hast gehört, was ich gesagt habe. Was ist denn auf einmal dabei? Du brauchst keine Angst zu haben. Das ist nichts Ernstes. Ich will sie ja nicht gleich heiraten. Das ist mir egal. Ich studiere schon fleißig weiter, wenn du das meinst. Ganz wie du willst, Karl-Heinz. Aber eins sollte doch wohl klar sein. Red mir nicht rein, mit wem ich ins Bett gehe, ja? Mit mir. Tag, Herr Berger. Sie studieren mit Jochen? Nein, ich arbeite. Ich bin auf Zeche. Kowalski. Sabine Kowalski. Kowalski? Ich habe das Bett schon gemacht.
Für die nächste. Sabine. Bleibst hier. I'm gonna write your name high on that silver screen. Emily. Emma, Emily. I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. Immer noch an Jochen. Nee, Ahmed, ich bin nur müde. I'd work day and night to earn our daily bread. And every day Emma would go out searching for that play that never ever came. Ich sag grad zu Christina, dass Ahmed vielleicht gar nicht so falsch liegt. Es kann doch gut sein, dass Heinrich deinen Jochen oder wie der heißt, gelegentlich angepumpt hat. Ist nicht mehr mein Jochen. Ob Heinrich was von ihm gewollt hat oder nicht, ist doch jetzt egal. Ich finde auch, das bringt überhaupt nichts mehr. Mann, aber wenn du genau drüber nachdenkst, es kommt mir verdammt komisch vor. Ich will davon nichts mehr hören. Was doch, Bruno. Sabine ist müde. Ich auch. Wollen wir gehen? Ich will noch ein Bier trinken. Zahlen bitte. Alles? Mhm. Und den Kirmes. Schön ein Losmachen mit dem Knofi. Ficken sollen sie ja wie die Teufel. Fixer! Du kleine Nutte! Los, Alter! Besonderes vor? Mal sehen, warum nicht? Soll mal eine richtige Disco? Techno-mäßig? So mitten in der Woche? Ist doch immer was los. Sag mal, bist du nicht mit Bruno verabredet? Nee. Weißt du doch. Ach, stimmt es eigentlich, dass die in Hungerstreik gehen wollen? Da reden sie von. Wenn nichts mehr geht, dann gehen sie in wilden Streik. Suchst du was? Renovieren Sie? Das ist nichts Gewaltiges. Das haben wir alle paar Jahre mal. Da platzt ein paar Millimeter auf. Aber geredet wird gleich, als ob das ganze Haus einstürzen würde. Mhm. Kennst du was von? Ja. Kommt vom Abbau unter Tage. Folgeschäden. Ah, so ist es. Aber damit lässt sich leben. Also, was liegt denn nur an? Ist Sabine zu Hause? Nee. Soll ich aber was bestellen? Ach, ich bin Freund von ihr, Jochen. Hat sie mich nicht mal erwähnt, oder? Sie sagt mir nicht alles. Naja, ich wollte ja auch nur gucken, wie es ihr geht. Ihr kennt euch schon länger? Ja. Flotten Wagen hast du da. Naja. Wir hatten einen kleinen Streit, es war eine total blöde Situation. Ich will das in Ordnung bringen, weil Sabine hatte was falsch verstanden, was von mir gar nicht so gemeint war. Das sind wir? Ja. Dann kommen wir mit rein. Da musst du dir sowieso noch ein Weilchen einziehen.
Schon seinerzeit griffen die Bergarbeiter zu extremen Mitteln, um in der Öffentlichkeit auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Ihre Aktionen richteten sich gegen eine in ihrem Verständnis verfehlte Finanz- und Energiepolitik, vor allem aber gegen Spekulationen um die Aufkündigung des sogenannten Jahrhundertvertrags, der eine jährliche Kohleförderung von 35 Millionen Tonnen Steinkohle bis zum Jahre 2005 garantieren sollte. Sehen Sie dazu unseren damaligen Bericht vor Ort. Ein Protest aus tiefstem Inneren. 400 Bergleute harren aus, 600 Meter tief unter der Erde, aus Angst vor der Zukunft. Ihrer Zeche Sophia Jakoba im rheinischen Hüppelhofen droht das Ende. Über 91. Müde, verzweifelt, aber zur Gegenwehr entschlossen. Nichts hat sich geändert. Doch hat sich was geändert. Ist noch beschissener geworden. 50 Stunden tauchen sie auf. Das letzte Wort ist doch noch nicht gesprochen. Atempause bis zur außerordentlichen Belegschaftsversammlung am morgigen Sonntag. Ungebremst die Wut der Kumpel. Höllenmann tauften sie Bundeswirtschaftsminister Möllemann, weil er mit seiner Kalkulation ihre Existenz vernichte. Erschöpft nach fast einer Woche im Berg. Lange Stunden sind vergangen, die erste Zigarette für die Kumpel. Die Belegschaft der Sophia Jakoba bleibt sich einig. Sie werden kämpfen um ihre Zeche. Schlecht, oder? Mhm. Hast du den einen Dunkelhaarigen gesehen? Sag bloß, du bist scharf auf den. Na und? Und Bruno? Naja, Bruno muss ja nicht immer alles wissen. Sag mal, bist du denn schon mal von der Fahne gegangen? Mhm. Nicht wirklich. Wieso? Was war eigentlich mit euch damals? Ach komm, das ist schon längst nicht mehr wahr. Naja, weil er sich immer so viel Gedanken um Heinrich macht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es hat ganz viel mit dir zu tun. Das soll er mal lassen. Wer hat eigentlich damals Schluss gemacht, du oder er? Komm, ganz ehrlich. Okay, er stand von Anfang an mehr auf dich. Mhm. Naja, und ich wollte dann auch nicht so richtig. Hm? So, so, du wolltest dann nicht so richtig. Hm? Ach, Bruno. In der ersten Nacht war ich total breit. Naja, sonst hätte ich das Ganze wohl auch irgendwie nicht gebracht. Oh Gott. Wenn ich bei Jochen einen im Kran gehabt hätte. Ach, Scheiße. Liebst du Bruno? Mhm. Er ist schon toll. Außerdem meint er das, was er sagt. Jochen war ein echter Fehlgriff. Aber ich mochte ihn wirklich gerne. Getanzt hat er auch nie mit mir. Hallo. Hi. Hi.
Montag ist Schluss mit lustig. Da geht's los. Ja. Hängen im Schacht? Nicht mit uns. Sauber, was? Wenn die Sache dann doch noch in die Brüche gehen sollte, werde ich nämlich Drucker mit dem Knallkopf. Hey, Knallkopf hier. Die geht also echt in Hungerstreik? Ja, klar. Wir ziehen das voll durch. Nur Tee und Wasser. Kannst ein paar davon bei euch in der Praxis auslegen. Tja, wenn du damit auch zu Berger in die Apotheke marschierst? Da habe ich kein Problem mit. Dann kann ich dem nämlich gleich mal stecken, dass ein Jochen genauso ein Arschloch ist wie er selber. Wen wundert's auch? Das machen wir, da komme ich mit. Ich verteile die hier gleich in den Geschäften. Hi. Hi. Wie wär's, wenn du mich gleich noch zum See bei dir einlädst? Hast du nicht Lust auf einen türkischen Mokka? Na klar. Du, ist der Max eigentlich wieder in Ordnung? Ich meine, ist er wieder gesund? Ich war schon lange nicht mehr in der Kneipe. Frag mich was Leichteres. Wenn Christina nicht wäre, wüsste ich nicht einmal, dass Schubi ihn bis auf Weiteres krankgeschrieben hat. Schubi? Schubert. Ja, ich weiß. Aber du sagst Schubi. Vater macht mir wirklich Sorgen. Ach, jetzt hätte ich glatt was vergessen. Was? Er braucht nur einen neuen Schraubenzieher. Welche Größe waren das? Einen Schraubenzieher kann ich ihm noch aus der Werkstatt besorgen. Komm, nicht auf Zeche klemmen. Kannst du deinen Kram jetzt mal da wegräumen? Du, warum hast du mir eigentlich nie von Jochen erzählt? Jochen? Wie kommst du denn jetzt darauf? Ich hab die Tage mal reingeguckt. Aha. Und, was willst du jetzt hören? Da musst du ein bisschen unterhalten. Das scheint ja ein ganz patenter Junge zu sein. Mit Jochen habe ich nichts mehr Mut. Komm, Vater, ich will noch raus. Ja, ich werde mich schon nicht einmischen. Ich denke mir nur, vielleicht lässt sich das wieder einrenken. Mit dem Saftsack von Berger als Schwiegervater, ja. Das käme echt gut. Der Berger? Der Apotheker? Da könntest du ja mit ihm ins selbe Horn blasen. Weg mit sämtlichen Zechen. Bringt doch eh nichts mehr. Was redst du da? Glaubst du vielleicht, ich sehe das so wie der Berger? Berger, der sieht unser einzig mal mit dem Arsch an. Für den sind wir der letzte Dreck. Hat er nichts von gesagt? Weil ein Sohn vom Berger ist. Aber... Aha, guck mal an. Nicht mal das bringt er raus. Schämt sich für alles. Denkst du vielleicht, ich sehe das so wie der Berger und seine Leute? Nee, Biene. Da mache ich mir schon andere Gedanken. Beim Bier in der Kneipe? Nee, Vater. Komm, lass es. Halt! Hi, Sabine. Ich hab noch mal nachgedacht, was du im Supermarkt gesagt hast. Von wegen auf Zeche nicht klemmen und so. Ja, und? Ja, ist nicht bös gemeint, aber was ist, wenn Heinrich zum Materiallager wollte? Ach, mit lass es doch. Vielleicht ist er angestiftet worden und war nicht allein. Hör doch auf. Mensch, ich will dir doch nur helfen. Damit hilfst du mir kein bisschen. Mensch, und hör doch auf, über alles Mögliche hier rumzuspekulieren. Lass mich doch einfach in Ruhe. Na gut, aber Sie sind jung. Sie haben eine Zukunft, auch wenn sich das jetzt banal anhört.
Jung, das legt sich irgendwann. Nee, ich wollte halt schnell mein eigenes Geld verdienen. Kein mehr auf der Tasche liegen. Naja, und dann hat mir Vater den Job im Büro besorgt. Aber einfache Angestellte gibt's echt eine Menge. Wir können sich umschulen lassen. Sie werden es sogar müssen, glaube ich. Mit 15 war ich echt froh, als ich die Schule hinter mir hatte. Dachte ich jedenfalls. Heinrich, der... Was war mit dem Bruder? Ach, nichts. Heinrich war auf dem Gymnasium. Aber viel hatte er wohl nicht davon gehabt. Sie sind immer noch sehr... Du hast es noch längst nicht verkraftet. Ach, jetzt reden wir eigentlich nur von mir. Manchmal hilft es. Tut es nicht. Ich bin auch eine blöde Kuh. Wieso fange ich wieder damit an? Du bist keine blöde Kuh. Mir geht's manchmal genauso. Womit? Na, dass ich über was reden will, was mich bedrückt. Aber da wird es doch bestimmt jemanden geben. Eigentlich nicht so richtig. Schon eine ganze Weile nicht mehr. Naja, ist ja auch egal. Und, was machen wir nun? Ich meine, ich habe schon ganz runde Füße. Spazieren ist echt nicht mein Ding. Tatsächlich, da müssen wir uns was einfallen lassen. Ich habe da eine Idee. Ich hab dir eine Menge zu sagen, aber muss es jetzt gleich sein? Ich meine, wir haben doch viel Zeit, oder? Du hast Schiss. Ich hab überhaupt keinen Schiss. Du musst immer alles gleich so genau wissen. Na klar. Also gut. Warst du schon mal in der Schlosskapelle? Ich stehe nicht so auf Kirchen, das lenkt mich ab. Sabine. Was ich dir schon immer mal sagen wollte. Ja. Na? Was machst du denn hier? Hallo, Christina. Falls du Sabine suchst, die ist nicht da. Das ist meine Sache. Du bist ja aber nicht gern gesehen. Und bei Sabine hast du eigentlich total verschissen. Es geht dich ein Scheißdreck an, ja? Ja? Ja. Einige Leute hier machen sich heftige Gedanken darüber, was Heinrich am Abend vor seinem Tod von dir gewollt hat. Was? So, was erzählst du da? Heinrich ist bei euch in der Gegend gesehen worden. Und so viel man weiß, hat er dir Geld geschuldet. Red doch nicht so ein Scheiß. Du hast ihm doch Geld geliehen. Wahrscheinlich nur, um Sabine zu imponieren. Ach was. Das Ganze hat mit Sabine überhaupt nichts zu tun, ja? Hau ab. Mark vom 260 D-Mark-Tonnenpreis unserer heimischen Kohle.
rechnen die Bergbaugesellschaften inzwischen für diese Schäden ein. Milliardenbeträge sind das, die bisher an Haus- und Grundstücksbesitzer, an Landwirte und Kommunen, an uns gezahlt werden mussten. Ja, sehen Sie, Sie erinnern sich vielleicht auch an das vorangegangene Bild, die schräg stehenden Hausfassaden oder hier diese Risse in den Wänden. Ich denke, das sind Bilder, die wir leider alle kennen. Aber von dem Geld für eine beschädigte Fassade, für ein zerstörtes Haus, sind die Wiederinstandsetzungsarbeiten bei weitem nicht finanzierbar. Und der abgestorbene Wald, weiter bitte, der abgestorbene Wald wird mit keiner Mark wieder grün. Sehen Sie, das steht unserer Region bevor. Flächendeckend. Aber trotzdem, entgegen allen Verlautbarungen wird weiterhin in Kohle- und Abraumhalden investiert. Danke. Licht. 10 bis 12 Milliarden D-Mark jährlich lassen wir es uns inzwischen kosten, dass 80.000 Kumpel in Deutschland weiterhin ihrem Untertagewerk nachgehen können. Oh, das ist 10 bis 12 Milliarden D-Mark. Es käme eine Rechnung, die vielleicht ein bisschen makaber ist. Es käme uns alle billiger, die Kumpel statt der Kohle abzubauen und sie bei vollem Lohnausgleich nach Hause zu schicken. Nach Hause schicken? Na, das kenne ich doch. Ich weiß, das ist vielleicht ein wenig krass formuliert, aber... Ach, Sie? Nach Hause schicken, das würden Sie uns gerne. Dann hätten Sie endlich Ihre Ruhe. Keine Belästigung mehr, kein Dreck. Und was sollen wir zu Hause machen? Von was sollen wir leben, ha? Entschuldigen Sie, aber ich glaube, da Sie ein wenig verspätet sind, haben Sie vielleicht nicht alles mitbekommen. Mir reicht, was ich mitbekommen habe. Ich weiß doch, wie Sie und Ihre Leute rumtönen. Ihnen geht's doch nur um das bisschen Grün vor Ihrer Haustür. Von wegen Zukunft. Wir können selbstverständlich jetzt schon die Diskussion eröffnen, die Zukunft, die ich und... Sie können sich doch aussuchen, wo Sie Ihre Pillen an den Mann bringen. Aber ich bin hier zu Hause. Das ist meine Gegend. Und da will ich Arbeit haben und auch noch meine Kinder großziehen. Kinder? Ja, was denn sonst? Seit wann ist denn das da? Wer hat das repariert? Ich. Kind. Hast du uns ja was Nettes eingebrockt? Was? Das ganze Schloss ist neu. Aber ich sag dir eins, wenn das wahr ist, diese Sabine kommt mir nicht ins Haus. Was ist denn mit Sabine? Das ist doch der Gipfel. Warum sagst du denn nichts? Ich rede von der Tür und dem Schloss da. Sag mal, wann hast du das eingebaut? Seit wann interessiert dich denn sowas? Unglaublich. Allerdings, seit Wochen schleppt er hinter unserem Rücken dieses Flittchen mit ins Haus. Um sich hier mit ihr... Ich meine dich, du bist unglaublich. Erstens ist Sabine kein Flittchen und zweitens hatte ich dich was gefragt. Und ob sie das ist? Oder glaubst du, sie hält nur Händchen mit Schubert? Ja, du hast richtig gehört. Dein lieber Nachbar. Du, jetzt reicht's aber wirklich. Dieses ganze Theater gestern Abend und du sagst mir überhaupt nichts. Schubert, ja? Allerdings. Das glaube ich dir nicht. Das sagst du bloß, um mir Sabine endgültig mies zu machen. Und jetzt weiß ich auch, warum. Oh ja, jetzt verstehe ich, warum du sie nicht hier haben wolltest. Soll ich es dir sagen? Wegen Heinrich, ihrem Bruder. Der war nämlich hier, stimmt's? Der wollte hier rein, durch diese Tür da. Ja, vielleicht wollte er klauen. Vielleicht hat er sich gesagt und zu Recht gesagt, hier kannst du was holen und bei dem kommt's auch nicht so drauf an. Aber du hast den umgebracht, gibst zu. Du bist ja verrückt, was soll ich? Ach, was, lügt doch nicht. Der Heinrich war hier im Haus und du hast ihn Schluss jetzt! Mit dir bin ich fertig. Direkt, Herr Museum,
habt in der Tagespresse und im Fernsehen verfolgen können, was uns angedroht wird und wie wir in der Zechenleitung dazu stehen. Die Lage ist ernst, da gibt es kein Vertun. Trotzdem bitten wir euch jetzt nicht den Kopf zu verlieren und euch nicht zu Reaktionen hinreißen zu lassen. Streik, das ist in der augenblicklichen Situation der völlig falsche Weg. Wir von der Zechendirektion und der Gewerkschaft und der Kollege hier wird euch gleich über den Stand der Verhandlungen berichten. Verhandeln! Verhandeln! Nichts verhandeln! Kollege! Genug verhandeln! Kollegen, ich verstehe eure Ungeduld. Ja, ich teile sie sogar mit euch. Die Gewerkschaft steht doch voll hinter euch. Ihr seid doch die Gewerkschaft. Wir ziehen doch alle an einem Strang mit. Ihr wisst doch, wir stecken mitten in den Verhandlungen. Und ich garantiere euch, dass wir um jeden, aber wirklich um jeden Arbeitsplatz mit harten Bandagen kämpfen werden. Eigentlich. Es geht da nun schon seit Monaten so. Ihr sitzt da am grünen Tisch und sabbelt euch gegenseitig voll. Genau. Was kommt raus dabei? Dass ihr wieder mal nichts anderes konntet, als einen geringfügigen Personalabbau zu akzeptieren. Wieder 100 Arbeitsplätze im Arsch. Und im nächsten Jahr 200 und so weiter. Das ist nicht mehr unsere kämpferische Gewerkschaft. Meine jedenfalls nicht mehr. Und wenn ich jetzt einen Gewerkschaftsausweis hätte. Ja. Sprung? Ich treffe mich noch. Mit Christina? Christina hat am Wochenende öfter angerufen und nach dir gefragt. Ich melde mich schon noch bei ihr. Ich würde auch gern mal mit dir reden. Ja, Vater. Ich verstehe das alles nicht. Sag mal, hat das nicht bis morgen Zeit? Mir das nicht leicht. Mensch, ich bin jetzt ein bisschen in Eile. Auf Zeche ist der Teufel los. Da gibt's kein Halten mehr, verstehst du? Die gehen in den Hungerstreik. Nee, ich meine, wie das mit uns hier ist. Da komme ich nicht mit zurecht. Ich hab den Kopf jetzt wirklich mit anderen Dingen voll. Ja, das merke ich. Du hast deine Gedanken sonst wo und nicht mehr hier zu Hause. Ist ja nur noch zum Schlafen da. Ach nee. Und was ist, wenn ich mal was sage? Wenn ich darüber rede, was bei uns auf der Arbeit passiert? Mensch, da hörst du doch gar nicht mehr hin. Das interessiert dich doch überhaupt nicht mehr. Ich will nur, dass du wieder vernünftig wirst. Und mit der Trübsalblase oder was? Nee, Vater, damit komme ich nicht zurecht. Wie du hier rummockst und nichts mehr mit dir anzufangen weißt. Außer mir Vorhaltungen zu machen. Nur noch zum Schlafen da. Ich glaube, es geht los. Viel Spaß. Das ist ein Riesenloch, pass auf. Jetzt auch noch Vorträge halten. Wieso Vorträge? Ich will nur nicht, dass du mir hier verunglückst. Eine von Bergers Lieblingsgeschichten.
Die Frau, unter der sich beim Teppich klopft, ein Riesenloch auftut und die dann 8250 Meter tief in den Schacht fällt. Also aufgepasst. Hahaha. Hör mir bloß auf mit Berger. Ja, der Abend neulich wäre ohne Berger sicher netter ausgefallen. Das stimmt. Was ist denn? Ich sitze auf deiner Hand. Oh, wie konnte das passieren? Wie kriege ich die wieder raus? Hast du eigentlich was mit deiner Frau? Mit Kuni? Mhm. So wie sie geguckt hat? Nein, wir sind Freunde, wir sind Nachbarn. Wir reiten manchmal zusammen aus. Und, aber jetzt bin ich bei den beiden sowieso unten durch. Ich könnte mir schon vorstellen, dass du auf sie abfährst. Sabine, es gibt keinen Grund zur Eifersucht. Wirklich nicht. Na, wahrscheinlich hat sie uns sowieso nur wegen Jochen so angestarrt. Scheiß Typ. Ich hab Hunger. Ach, ich glaube, Jochen hat mir sowieso die ganze Zeit was vorgemacht. Und was mit Heinrich passiert ist, hat ihn ja auch nie interessiert. Sabine, kein Mensch weiß sich in so einer Situation richtig zu verhalten. Wirklich nicht. Und du musst dich verabschieden können. Innerlich. Mit Jochen bin ich fertig. Nein, ich meine jetzt von deinem Bruder. Du kannst es nicht ewig mit dir rumschleppen. Ich wollte dich abholen. Komm. Komm erstmal mit rein. Berger war heute Vormittag bei uns in der Praxis. Er hat sich mit Schubi gestritten. Ich weiß. Ich hätte das mit Schubi schon noch erzählt. Ach ja? Christina, ich will jetzt nicht darüber reden. Weißt du, ich kenne Schubi wahrscheinlich besser als jeder andere. Ach nee. Und was hast du neuerdings gegen ihn? Nichts. Ich mach mir bloß Sorgen um dich. Brauchst du nicht, komm schon klar. Und du bist sicher, dass du nicht bloß mit ihm ins Bett gehst, um Jochen eifersüchtig zu machen? Und wenn? Dann bringt das irgendwie nichts. Außerdem merkt man das also. Schubi jedenfalls. Ich glaube nicht, dass ihn das groß stören würde. Klar, das stört jeden Typen. Außerdem ist es scheiße für dich. Ich krieg schon meinen Spaß. Okay. Ist ja wohl eigentlich auch deine Sache. Kollegen und ich, wir haben gerade hier dieses Flugblatt hier in der Hand bekommen.
wird aufgerufen zu Hungerstreik und das werden wir auch machen aus dem Anfang Grunde, weil hier die Förderung um 12% reduziert werden soll. Und ich finde das eine ganz große Schweinerei. Da werden Leute durch entlassen, wo überall ist, ist egal, ob wir Kohle oder Autos produzieren, das spielt gar keine Rolle. Förderreduzierung oder Kapazitätenabbau geht immer zulasten der Leute. Was ist das eigentlich? Ja, so ist die Schweinerei, Sie hauen sich ewig die Taschen voll und wer geht leer aus der Kumpel? Genau. Ja. Ist das deshalb gehen wir hin und es ist auch gut, dass die Medien da sind, da endlich mal in der Öffentlichkeit kommen, nicht bei ihrem kleinen Kreis. Genau. 200 Leute sind hier. Millionen Toten, es gibt dann auch ein bisschen mehr. Und nächstes Jahr 300. Dann immer mehr. Ich sag immer, die sollen ja von Arbeitsplätze schaffen, bevor sie andere Plätze. Entschuldigung, arbeiten Sie hier? Ja. Wie heißen Sie denn? Sabine. Sabine Kowalski. Was arbeiten Sie denn hier, Sabine? Zechenangestellte. Meinen Sie denn, dass diese Zeche und vor allem die Kohlenförderung überhaupt noch eine Zukunft hat? Na ja, okay, vielleicht ist das wirklich alles für den Arsch hier. Ich meine, wir sind ja auch nicht bekloppt. Mensch, wir wissen doch auch, wie hoch subventioniert unser Bergbau ist. Und überhaupt, dass Kohle aus anderen Ländern viel billiger ist. Nur wie die gefördert wird, das sagt keiner von denen da oben. Mann, da krepieren Menschen in Südafrika, die so gut wie keinen Pfennig für ihre Maloche unter Tage kriegen. Meinen Sie denn, dass die Politiker daran schuld sind? Daran gehen doch die Leute zugrunde, wenn man sie hier einfach in die Ecke stellt, wie ein gebrauchtes Möbelstück. Aber ich sag Ihnen eins, die Jungs da vorne, die lassen sich nicht mehr mit politischen Schlagworten verarschen, die sind auch nicht mehr ruhig. Und die wollen auch noch nicht in den Vorruhestand. Und Ahmed haben mir gesagt, dass du hier bist. Hallo. Ich wollte dir nur sagen, dass ich Scheiße geredet habe. Ich habe vor meinem Alten gekniffen, weil ich irgendwie Schiss vor ihm hatte. Aber das ist jetzt vorbei. Na, schön für dich, Jochen. Ich lieb dich, Sabine, das musst du mir glauben. Und auch, dass ich nichts mit Heinrichs Tod zu tun habe. Alles, was jetzt geredet wird, davon ist nichts wahr. Aber ich gehe trotzdem zur Polizei. Das kannst du dir schenken. Ich zeig meinen Vater an. Der hat den Heinrich auf dem Gewissen, hundertprozentig. Glaub mir, Sabine, er ist an allem schuld. Ich habe nichts mehr mit ihm zu tun. Ach, das redest du dir doch nur ein. Können wir nicht irgendwie neu anfangen? Nee. Schluss, Jochen. Endgültig. Ach komm. Was willst du denn von dem beschissenen Schubert, hä? Das weißt du ja selber nicht! Sabine! Vorhin im Fernsehen haben sie was von der Zeche gebracht. Hoffentlich was zur Sache. Mit dem Heinrich, das macht mir mehr zu schaffen, als ich gedacht hätte. Ich dachte, da komme ich mit der Zeit drüber weg, aber so ist es nicht. Nur als ich dich da eben gehört habe, da war schon richtig gesagt. Thank you.
Läuft alles gut für den Anfang. Und ich verspüre sogar nichts vom Hunger, du. Ja, ja, aber reden tut er nur davon. Hey. Sag mal, ein Gruß von Christine? Mann, das kann mich echt selbst erledigen. Außerdem hofft ihr im Moment noch über ihre Quartalsabrechnung. Und sonst? Im Fernsehen haben sie es auch schon gebracht. Vater sagt auch das mit mir. Noch einer Streikschicht schon raus, oder? Ja, was steht hier rum? Ich denke, ihr zeigt's denen. Geht gleich weiter, Max. Mensch, Max, was willst du denn hier? So, mal gucken, was ihr hier so macht. Wieder ganz auf den Beinen? Siehst du doch. Ich hab schon gedacht, Vater packt das nie mehr. Naja, jetzt hast du nächsten Monat einen Schein weniger. Ich denke, das werde ich überleben. Also, dann auf uns. Und was ist, wenn ich doch woanders hin muss? Hm? Ich meine, realistisch gesehen werde ich bestimmt nicht ewig auf Zeche arbeiten. Dann würde ich sagen, trink mal auf dich. Auf deinen Weg. Und dir würde es gar nichts ausmachen, wenn ich weggehe? Da denke ich jetzt einfach nicht drüber nach. Da will ich jetzt nicht dran denken. Naja, du hast ja recht. Ach, ich bin sowas von happy wegen Vater. Verstehst du das? Da ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen. Ich könnte... Ja? Ich gehe mal schnell auf den Anrufbeantworter. Ich bin gleich wieder da. Wir haben Zeit genug. Heißt das, du bleibst? Mhm. Was? Dieser Schraubenzieher gehört meinem Vater. Den habe ich in deinem Garten gefunden. M.K. Max Kowalski.
uns darüber reden, Sabine, aber in Ruhe, bitte. Heinrich. Hier war Heinrich also. Ja, er war hier. Ich wollte es dir schon längst sagen, aber irgendwie hat sich's nicht ergeben. Irgendwie. Es ging einfach nicht. Du warst es. Nein. Dein Bruder ist hier bei mir eingebrochen. Ich habe ihn dabei überrascht. Er wollte über die Terrasse abbauen. Dabei ist er gestürzt. Und zwar so unglücklich, dass er sofort tot war. Das sagst du mir jetzt. Einfach so. Sabine, lass uns vernünftig. Vernünftig? Du lässt meinen Bruder umkommen und ich soll vernünftig sein? Ich habe ihn nicht umkommen lassen, Sabine. Ich bin Arzt. Ich habe ihn nicht umkommen lassen. Dein Bruder war nicht mehr zu helfen. Das fasse ich nicht. Da machst du seit Tagen mit mir rum. Ja. Sagst mir sogar, dass du mich liebst. Und verlierst kein Wort darüber. Ich habe dir gesagt, dass ich es wollte. Aber ich kann nicht verstehen, dass du enttäuscht bist. Enttäuscht? Ich kann das verstehen, aber ich hatte auch einen anderen Gedanken dabei. Wäre es denn wirklich besser für dich gewesen, deinen Bruder als Kriminellen in Erinnerung zu haben? Ich meine, es ist jetzt nicht eher viel schlimmer für dich. Warum hast du nicht die Polizei gerufen, wenn er wirklich nur gestürzt ist? Polizei. Ja, das kann ich dir sagen, weil immer was hängen bleibt. Immer an dir, an euch allen, an mir natürlich auch. Ja, aber einen Ruf zu verlieren, ja. Ich gebe zu, daran habe ich gedacht. Dr. Schubert hat einen Ruf zu verlieren. Was dann geredet wird, wem hätte das was genützt, Sabine? Mir, verdammt noch mal! Komm, Sabine! Fass mich nicht an! Sabine! Was bist du nur für ein Mensch? Wie kannst du so darüber reden? Mann, du hast Heinrich weggeschafft, einfach abgeladen wie ein Stück Dreck. Das wird an dir hängen bleiben. Das ist kriminell. Alles, was du mit mir gemacht hast. Scheiße. Sabine. Hast du gar nicht geschlafen? Den hab ich gefunden. Hatte Heinrich bei sich. Woher weißt du das? Wie kommst du daran? Heinrich wollte sich wohl ein bisschen Geld besorgen. Dann hat er Pech gehabt. Heinrich ist tot, das ist schlimm genug. Es ist vertuscht worden, wie er umgekommen ist. Zur Polizei. Wir kommen da schon durch. Bene, wir packen das schon. Ich fühle mich so beschissen. Das wird schon wieder. Langsam los. Wohin? Auf Zeche. Mit denen runter. Und wir werden so lange unten bleiben, bis feststeht, dass keiner seine Arbeit verliert.
Fenster, bitte. Melden Sie sich, bitte. Hallo. Ich habe deinen Vater gerade getroffen. Er war auf dem Weg zur Zeche. Ja, er ist wieder voll dabei. Und du? Heinrich ist oben bei Schubert umgekommen. Was? Bei Schubi? Deshalb. Schubi hat nämlich einen Zettel an die Tür gemacht, bis auf Weiteres geschlossen. Hast du es der Polizei erzählt? Nee. Das will ich ihm nicht abnehmen. Was ist? Wollen wir hier festwachsen? Na komm. Hm?